Ah, da kann ich nicht rüberlegen. Aber jetzt. Jetzt kann ich rüberlegen, Raphael! Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA Ultimate Team. Und wir sind immer noch in Liga 5, 2-2 Stats und gucken jetzt mal, dass wir den Vertrag von Piszczek erstmal verlängern, weil der hat leider keinen mehr. Aber das ist ja hier in-game kein Problem. Im Real Life ist es schon mit mehr Geld verbunden, dass man investieren ist. Leider ist Song immer noch verletzt, deswegen müssen wir noch eine Partie mit der Bundesliga-Mannschaft spielen. Die letzte haben wir ja verloren, die letzte mit der Premier League haben wir jedoch gewonnen. Von daher würde ich schon gerne das Erfolgsteam mal wieder einsetzen, aber geht leider nicht. Song ist verletzt und ich will jetzt auch nicht irgendwie umbauen, dass ich die Chemie irgendwie gefährde oder was weiß ich. Solange ich genug Fitness habe, sollte das in Ordnung gehen. Hier habe ich es aber scheinbar mit einem Premier League Gegner zu tun, der jetzt hoffentlich bald mal weiterdrückt. Hallo? Tomok, könntest du bitte weiterdrücken? Ich wäre dir sehr verbunden. Er will nicht. Naja, wenn der Gegner nicht will, ne? Selber schuld. Ist immer so Zeitfresser dann. Da denkt man sich immer so, ja, schnell Match suchen, zack, weiterdrücken. Und dann klickt der andere nicht weiter. Und dann findet man vielleicht sogar wieder denselben. Nee, es ist VfB Chris, der ein Serie A-Team hat, wenn ich gerade richtig gelesen habe. Gucken wir mal, ob es wirklich ein Serie A-Team ist. Es ist ein Serie A Türk. Also da ist Serie A dabei, aber da sind auch türkische Spieler dabei. Die Bewertung ist trotzdem 100. Wie er das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Schauen wir mal, was das bringt. Das Match gegen ihn. 80er Bewertung hatte das Team. Also schon nicht so verkehrt. Mainz hat, glaube ich, aktuell 79 oder 78. Schauen wir mal. Der ist auf jeden Fall 15 oder 16 Jahre alt, je nachdem, ob er schon Geburtstag hatte und ob 99 auch die Geburtszahl ist. Vermute ich aber mal. Das habe ich ja auch normal in meiner YouTube-URL zum Beispiel. Habe ich ja Fresh Fries 90 und ich bin ja 1990 geboren. Klug, ne? Wobei 99 natürlich auch heißen kann, er ist am 9.9. geboren. Und das Jahr dann noch komplett anders sein kann. Aber wer weiß das schon? Wir werden es nie herausfinden, vermutlich. Außer er sieht dieses Video, dann schreib's doch mal in die Kommentare. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass ich gegen einen Abonnenten zocke? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Spiel für PC habt. Schreibt's doch mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel habt und mal gegen mich zocken würdet. Vielleicht kann man da dann was machen. Muss ich nur mal gucken, ob da was sich ausgeht, wie Alfie jetzt sagen würde. Oh, da muss ich ziehen, ziehen, ziehen an ihm, damit er nicht in die Mitte spielt. Habe ich auch ganz gut hinbekommen eigentlich. 0-0 noch. Das war eine faire Grätsche, das war gut. Jetzt vielleicht der Konter direkt. Ah, da kann ich nicht rüberlegen. Aber jetzt! Jetzt kann ich rüberlegen, Raphael! Da ist das 1-0 in der 12. Spielminute. Und wer macht es? Es macht Raphael. Der derzeit ja auch in der Bundesliga trifft, wie er will. Hat zuletzt, also für mich zuletzt, für euch vielleicht nicht zuletzt, weil das schon wieder das Bundesligaspiel wahrscheinlich war für Gladbach. Aber für mich zuletzt einen Doppelpack gemacht. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war gegen... Habe ich vergessen. Da hat er aber einen Doppelpack gemacht. Gegen wen war denn das? Da haben die auch relativ hoch gewonnen sogar. 4 oder 5-1 oder so. Irgendwie sowas. Habe ich echt vergessen. Jetzt hier. Gut durchgesteckt. Auf Darida. Darida. Ah, wohin mit dir, Darida? Oh Gott. Piszczek ist dann nach vorne gelaufen und nicht Richtung Ball. Das war ein bisschen blöd. Gute Grätsche eigentlich, aber leider ging die vorbei, aber dann habe ich den Ball direkt gehabt. Oh, wohin? Ja, gut, dass der vorbeischießt. Da war ich aber scheinbar noch dran. Da war ich noch beteiligt auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, was hier jetzt geht. Keeper hat ihn, klärt den Ball erstmal
Ucha kann ihn dann noch ein ganz kleines Stück weiter klären. Aber naja. Gut, den habe ich. Alles gut. Komm jetzt hier. Ah. Raphael kommt nicht an den Ball leider. Also nicht vernünftig. Aber jetzt nochmal. Ja, auch da, Ucha kommt nicht ran. Der hat Pisscheck, alles gut. Ah, der war kacke. Das war abseits, jawohl. Alles easy. Komm, jetzt den Ball relativ weit nach vorne. Komm. Oh, der kommt sogar gut durch auf Bartels. Hätte ich nicht mit gerechnet. Der mit der Flanke, da ist Raphael über das Tor, über das Gehäuse. Oh Mann, schade. Da war er vor dem gegnerischen Keeper dran, aber kann ihn leider nicht verarbeiten. Oh Gott, was ein Kackpass. Aber das gehört manchmal dazu, so ein Kackpass. Jetzt steckt er gut durch hier. Aber auch da gut aufgepasst von meiner Hintermannschaft. Ah, da kommt keiner. Ich dachte, da käme einer. Also Bartels wahrscheinlich, aber kam leider nicht. Deswegen muss Ucha das hier regeln. Aber Ucha regelt das fast. Leider nur fast. Und nicht ganz. Jetzt aber Darida, nein, der geht auch nicht rein. Aber Ecke. Ecke gibt's immerhin. Das war ja auch das Mindeste, was es da geben sollte. Pisscheck. Und dann ist Muslera zur Stelle. Kann den Ball erstmal halten und mir in die Arme passen. Aber ich schieße den Torwart an. Was mache ich denn? Mir in die Beine passen, meine ich übrigens. Oh Mann, oh Mann. Nächste Ecke. Pisscheck. Pisscheck. Ah, da ist wieder Muslera zur Stelle. Und jetzt kann er den Ball erstmal kurz klären. Arnold. Weitergeleitet. Ucha. Kostic. Oh, der wird gefoult. Da gibt es auch den Elfmeter, Freunde. In der 37. Spielminute. Kostic läuft da durch, wird dann zu Fall gebracht. Und da gibt es noch die gelbe Karte für die Nummer 2 der Gegner. Für Erkin. Der holt sich hier noch gelb ab. Hier sehen wir das vorher nochmal. Nicht den Ball berührt, mir die Beine weggezogen. Ja, was soll man da groß machen? Ne? Darida wird den Elfer schießen. In die Mitte, Lupfer. Jawohl, der ist drin. Kein Problem, Torwart ist gesprungen. 2-0 nach, ja, jetzt 39 Minuten mittlerweile. Also 39. Spielminute. Gucken wir es uns nochmal an. Einfach in die Mitte gelupft. Torwart war komplett weg. Konnte da nichts halten. Wenn er stehen bleibt, ist es natürlich blamabel. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein Torwart stehen bleibt, außer er weiß gar nicht, wie man es macht. Dann passiert das schon mal. Aber sonst selten eher. Oh, da springen wir beide vorbei zum Glück. Also zum Glück beide und nicht nur ich. Und dann direkt auf den Keeper. Kein Problem für Ron-Robert Zieler, den Ball da zu halten. 2-0 sieht richtig gut aus. Und die Abwehr von den Gegnern bröckelt hoffentlich auch noch ein bisschen. So dass wir noch ein 3-0 und vielleicht ein 4-0 und vielleicht sogar ein 5-0 nachlegen können. Das werden wir aber im Laufe der Partie sehen. Jetzt vielleicht sogar schon. Nein. Muslera hält da den Ball. Erneut Ecke für mich. Ich könnte schon 4-5-0 locker führen. Aber immer ist Muslera zur Stelle irgendwie noch. Oder ich mache anderen Kack. Ah, der kommt nicht durch. Schade. Ah, da habe ich gepennt. Jetzt muss ich hin. Komm. Papa. Nee, es ist Spahic. Jawohl. Spahic hat den Ball. Oh Gott. Spahic hatte den Ball. Wäre wohl besser gewesen, die Bezeichnung. Aber es gibt Abstoß. Zieler war da auch am Ball vorbeigerutscht sogar noch. Das hätte noch gefährlich werden können. Aber kein Problem. Alles gut. 3 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. 2 davon sind bestimmt schon abgelaufen oder so. Und dann diese Grätsche zum Einwurf. Aber erstmal zur Halbzeit. Es
gibt Halbzeit, Halbzeitpfiff ist erfolgt. Ihr seht, 5 Schüsse aufs Tor. Die hätten auch zumindest 4 hätten locker drin sein müssen, sehr wahrscheinlich sogar. Ballbesitz hatte ich ein bisschen weniger, Passgenauigkeit glaube ich ein bisschen mehr, wenn ich gerade richtig gesehen habe auf den ersten Blick. Aber wir spielen jetzt erstmal die zweite Hälfte, würde ich sagen. Gucken wir mal, was hier noch geht. Ob wir vielleicht sogar noch ein paar Tore schießen können. Ob wir nochmal zittern müssen, ich hoffe natürlich nicht. Jetzt erstmal Bartels, Bartels, Finn, Bartels mit dem 3:0. Kurz nach der Halbzeit, meine Freunde. Meine Nummer 4 läuft hier einfach komplett durch. Hier seht ihr es. Wird da nicht wirklich ernsthaft angegriffen dann. Der schöne Schuss. Kein nix zu halten für den Keeper. Und ja, 3:0, Freunde. So kann's laufen. Vielleicht macht er jetzt noch ein bisschen offen. Jetzt erstmal Ucha. Ucha sieht da Darida was. Aber Darida ist halt kein Riese, der das Kopfballduell gewinnen könnte gegen die Innenverteidiger der Gegner. Aber dafür hat Darida andere Qualitäten, nämlich diese hier. Da ist das 4:0, meine Freunde. 51. Spielminute. Es ist Darida, so wie es aussieht. Eieiei. Guter Pass von Arnold hier, gut durchgesteckt. Und dann meine Nummer 7. Mit dem Schuss und mit dem Tor. Doppelpack für Darida. Sehr nice auf jeden Fall. Wieder viele Tore von Mittelfeldspielern heute. Bartels hat ja auch schon eins gemacht. Mein rechter Mittelfeldspieler. Und ich weiß gar nicht, wer das andere gemacht hat. Wurde mir zwar gerade an... Kostic war es, glaube ich, oder? Auch ein Mittelfeldspieler. Also alles Mittelfeldspieler. Falls das stimmt mit Kostic, weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube aber... Oh, guter Pass auf Kostic. Ah, Kostic wollte in die Mitte direkt. Aber das wollte der Gegner nicht, dass ich da direkt in die Mitte laufe. War das kein Foul? Okay. Dann kläre ich den Ball. Sonst hätte ich mir die Mühe gar nicht machen müssen. Oh, kommt er durch? Kommt er durch? Nein, leider nicht. Der Torwart Muslera ist zur Stelle, kann den Ball da abfangen. Aber 4:0, Freunde. Das läuft wieder, dieses Match hier. Ganz im Gegenteil zum letzten. Eieiei, was da los war beim letzten, könnt ihr gerne nochmal in der letzten Folge anschauen. Oh, jetzt so eine schöne Kombi eigentlich. Was gibt's jetzt? Freistoß oder was? Okay, Freistoß direkt am 16er, 19 Meter vorm Tor. Kann man mal machen. Wir gucken mal, wen wir noch als Schützen haben. Nehmen wir einfach mal irgendwen anders, 69 Ucha. Nur damit der Spieler da kurz wegläuft. Und wir den nicht reinmachen können. Schade. Hätte vielleicht doch Raphael machen sollen dann im Endeffekt. Aber passt schon. Ich meine, wir führen 4:0. Da kann man mal einen Schuss verschießen. Eine gute Chance ungenutzt lassen. Das kann man mal machen. Jetzt hier Freistoß für mich sogar, oder? Ja, für mich. Stark, muss ich sagen. Den führe ich auch direkt aus. Ah, dann pennt meine Mannschaft da ein bisschen. Aber da pennen sie zum Glück nicht. Alles gut. Oh Gott. Wäre Raphael in die Richtung gegangen, hätte er den, glaube ich, gehabt, ne? Und jetzt drückt der Gegner auf Pause. Das heißt nie was Gutes, wenn er beim Stand von 4:0 auf Pause drückt. Ich hab's schon vermutet, dass er quittet. Das hat er dann auch gemacht. Ich bekomme den Sieg hier. 475 Punkte leider nur. Aber immerhin den Sieg bekomme ich gut geschrieben. 10 Punkte habe ich jetzt. 2 Siege noch. Dann ist der Aufstieg geglückt. Werden wir das schaffen? Das seht ihr in einer der nächsten Folgen. Für heute ist es vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut herein. Ciao.